Hallöchen, meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Es gibt ein XXXL Neuzugänge-Video, eigentlich wie immer. Es sind mal wieder super viele Titel eingezogen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und würde sagen, let's go. Oh, 24 Bücher mal wieder. Mein Sub freut sich eher weniger. Ich freue mich riesig. Ihr wisst, ich liebe es, neue Bücher zu kriegen. Das ist für mich ja die Erfüllung, die Erleuchtung, die Segnung meines Lebens, dass ich mir Bücher leisten kann. Also dafür bin ich wirklich, wirklich super dankbar. Und ich habe mir mal wieder viel, viel, viel gekauft, weil es bunte Farbschnitte hatte und ich total im Fieber und im Rausch war. Ich sollte echt damit aufhören. Wer ist genauso farbschnittsüchtig? Es ist gerade echt ein riesen Drama. Die Verlage töten mich damit. Die Bücherbüchse tötet mich damit. Chest of Fandoms tötet mich damit. Mein Geldbeutel hasst mich innig. Und ja, ich habe so viele Bücher gekriegt. Bin total happy mit jedem. Will sofort eigentlich alles anfangen. Schaut in der Infobox vorbei, da verlinke ich euch alle genannten Titel, falls euch irgendwas interessiert. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die einzelnen Titel gefunden habt, falls ihr sie schon gelesen habt, ob ihr sie auch lesen wollt oder was ich unbedingt noch brauche, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Es gibt ja immer Bücher, die man noch irgendwie braucht, ne? Und ich würde sagen, es gibt auch wie immer in diesem Video ein Gewinnspiel in Kooperation mit dem Carlsen Verlag. Schaut doch da gerne vorbei. Und jetzt legen wir los. Ich freue mich schon richtig doll drauf. Jetzt haben wir hier den zweiten Teil einer Reihe, wo ich den ersten noch nicht habe. Aber das ist nicht so schlimm. Kann ich als Hörbuch hören und mir dann irgendwie mal günstig zulegen. Das ist auf jeden Fall mein Fahrplan. Es ist von Kim Leopold, The Sunrise in Your Eyes aus dem Piper Verlag. Es ist natürlich New Adult, wie California Dreams Reihe heißt es. Und ich meine, da kommt noch ein dritter raus und dann ist das Ganze komplett. Ich bin mir aber nicht sicher. Von Kim Leopold habe ich schon vieles gesehen, aber noch nichts gelesen. Umso interessanter, jetzt endlich einen Titel von ihr in der Hand zu halten und im besten Falle den dann auch bald, ja, als gelesen zu markieren. Das ist auf jeden Fall mein hohes Ziel. Ich möchte viel, viel häufiger New Adult lesen, weil ich ja meine Komfortzone einfach im Urban Fantasy habe. High Fantasy mag ich auch gerne, das aber immer nur im Maßen. Und New Adult mag ich auch gerne, aber auch das ist irgendwie im Maße. Was immer geht, ist halt Urban Fantasy. Und ja, ich möchte mehr High Fantasy und New Adult lesen, einfach um da was abzuarbeiten. Ich habe so einen riesen New Adult-Sub. Vielleicht gucken wir uns mal in einem Video alle New Adult-Titel, die ungelesen sind, an. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann sammle ich das mal alles zusammen und wir schauen uns jeden einzelnen an. Dann könnt ihr auch mal sagen, ob ich irgendwas aussortieren kann, weil es einfach nicht gut ist und so weiter und so fort. Wäre jetzt so eine Idee, die ich hätte. Bei New Adult geht das, glaube ich, noch. Bei High Fantasy wird das dann schon ganz schön viel. Und auch bei Urban Fantasy haben wir komplett, glaube ich, dann den Überblick verloren. Wäre so ein Vorschlag. Vielleicht habt ihr da Bock drauf, schreibt es mal in die Kommentare. Und The Sunrise in Your Eyes ist halt hier eingezogen. So, und schon kommen wir zur Gewinnspielzeit. Ein Titel, den wahrscheinlich viele Fans schon lang ersehnt haben. Es ist Tochter der Tiefe von Rick Riordan aus dem Carlsen Verlag. Hier geht es um Nemo und die Nautilus und um ein junges Mädchen, Anna. Achso, wo die Meeresakademie in die Luft fliegt und sie sich auf die Suche nach der Nautilus machen muss, um irgendwie ihre Welt zu retten. Und dabei hat sie natürlich Unterstützung. Ich bin sehr gespannt darauf. Es ist mal ein ganz anderes Setting. Hat aktuell auf jeden Fall, was ich so rauslese, so kein göttliches Flair, weil die Nautilus, das hat ja nichts mit Göttern zu tun. Oder bin ich jetzt schief gewickelt? Ich weiß es nicht. Das ist Out of Comfortzone von Rick Riordan, wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Ich freue mich tierisch auf den Titel, bin super gespannt. Ich liebe das Cover wie immer, finde es sehr ansprechend. Das sind einfach Bücher, die generell für Jüngere gedacht sind, aber wo ich komplett into it bin und wo ich immer wieder Freude dran habe. Hier steht drin, die schöpferische Kraft der Natur ist dem Zerstörungsinstinkt des Menschen unendlich weit überlegen. Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer. Dann gibt es ein Vorwort und dann gibt es eine Einleitung und dann geht es erst los.
Okay, das ist in Häuser aufgeteilt. Also hat schon so ein bisschen was wie bei den anderen Büchern, dass du verschiedene Häuser hast, aber mehr so Haie, Delfine, Oktopusse und sowas. Klingt sehr gut. Ich bin echt neugierig. Könnte mir vorstellen, dass das irgendwie so gestaltwandlerischen Touch hat. Wer weiß. Ich drücke euch die Daumen, das zu gewinnen. Spekuliert doch mal, was er hier gezaubert hat, in welche Richtung das geht, ob das doch mit Göttern zu tun hat, ob das Gestaltwandler ist. Ich bin neugierig auf eure Meinung und schreibt mir euren Instagram-Namen oder eure E-Mail-Adresse dazu, damit ich euch auslosen kann. Viel Erfolg! Jetzt kommt eins meiner Coverkäufe oder beziehungsweise Buchschnittkäufe bei Chess of Fandoms. Ich habe mir Der dunkelste aller Zauber von Margaret Rogerson bestellt aus dem CBJ Verlag. Es geht darum, wenn Elisabeth eins weiß, dann das. Alle Zauberer sind abgrundtief böse. Seit sie als Findelkind von einer der großen Bibliotheken von Ostermeer ausgesetzt wurde, ist sie zwischen magischen Grimoires groß geworden. Büchern, die in den Regalen flüstern, ihre Eisenketten zum Klirren bringen und sich in tödliche Monster aus Tinte und Papier verwandeln, wenn man sie provoziert. Als durch einen Sabotageakt das gefährlichste Grimoire der ganzen Bibliothek freikommt, gibt man Elisabeth die Schuld daran. Elisabeth bleibt nichts anderes übrig, als sich ausgerechnet an ihren Erzfeind zu wenden, den Zauberer Nathaniel Thorne. Zusammen mit ihm und seinem dämonischen Diener Silas findet sich Elisabeth bald im Fadenkreuz einer jahrhundertealten Verschwörung wieder, und diese droht nicht nur alle großen Bibliotheken in Flammen aufgehen zu lassen, sondern die ganze Welt. Klingt das nicht mega? Ich kam nicht drum herum. Dann sieht es auch noch wunderschön aus mit diesem, ja, dass man das wie ein Buch aufschließen kann. Und dann hat es innen drin auch noch diese wundervollen Illustrationen. Hinten und vorne. So. Ist das nicht toll? Und der größte Clou ist, dass es ein Wendecover hat. So sieht das aus, wenn man das umdreht. Und ja, ich kam echt nicht drum rum, mir das zu kaufen. Es ist echt gerade etwas, es nimmt Überhand, muss ich ehrlich gestehen. Aber das ist dann halt so was Besonderes. Und wenn der Titel dann auch noch gut klingt, dann macht es halt doppelt Spaß. Und ja, ich freue mich auf dieses Buch. Muss herausfinden, ob das denn noch einen zweiten Band haben wird. Wahrscheinlich klingt auf jeden Fall so. Und mich dann hüten, sofort loszulesen, wenn ich dann noch ewig warten muss. Das wäre sehr frustrierend. So, dann kam ich nicht umher, mir dieses Schätzchen hier zu kaufen, weil ich endlich den ersten Band gehört habe als Hörbuch. Und zwar ist es Midnight Chronicles Blutmagie von Laura Kneidl und Bianca Iosovoni aus dem Lux Verlag. Ja, ich habe es endlich getan. Ich habe den ersten Midnight Chronicles gelesen. Ja! Jetzt geht's los. Jetzt kaufe ich jeden Monat ein Buch, immer wenn ich den aktuellen, den ich halt habe, gelesen habe. Das ist auf jeden Fall mein Plan. Ich finde, das klingt sehr gut. Das strapaziert meinen Sub nicht so. Hätte ich da sofort irgendwie noch vier, fünf Bände draufgeklatscht. Der fünfte ist ja meines Erachtens jetzt erschienen. Der sechste wird im August rauskommen. Heißt, das ist damit dann noch abgeschlossen. Ich bin erst beim zweiten. Bis August werde ich, warte mal, eins, zwei, drei, beim vierten sein. Heißt, ich kann bis Oktober die ganze Reihe beenden. Hab noch 2 Monate Puffer. Heißt, in diesem Jahr könnte das noch klappen. Ich muss nur brav sein. Mal sehen, wie gut mir das gelingt. Dann hat Instagram mich irgendwie verführt, dieses Buch hier zu kaufen. Und zwar ist es Neon Birds von Marie Grashoff aus dem Lübbe Verlag. Hinten drauf steht: Ein Supersoldat, der seine glorreichen Tage hinter sich hat, ein Träumer mit einem düsteren Geheimnis, ein Untergrundkämpfer mit Todeswunsch, eine Jägerin mit Verbindung zu einer dunklen Macht. Es ist das Jahr 2101, ein außer Kontrolle geratener technischer Virus verwandelt Menschen in hyperfunktionale Cyborgs, sogenannte Moja, die dem Willen der künstlichen Intelligenz Kami gehorchen. In Sperrzonen eingepfercht werden sie von Supersoldaten bekämpft, die man weltweit als Stars feiert. Doch als es dann Moja gelingt, die Mauer der Sperrzone zu durchbrechen, entflammt ein erbitterlicher Krieg um das Überleben der Menschheit. Und während der Kampf zwischen Menschlichkeit und Technologie hin und her wogt, versuchen 4 junge Erwachsene, den Untergang ihrer Zivilisation zu verhindern. Es ist eine Trilogie, klingt super und könnte vielleicht für alle von Maze Runner Infizierten etwas sein, weil sich das ja ähnlich anhört, auch wenn es anders ist.
Aber hier geht es auf jeden Fall auch ein Virus. Und das ist auf jeden Fall eine Parallele. Deswegen kam ich natürlich nicht umher. Diesen Titel muss ich haben. Es ist eine meiner Herzensreihen, eine Reihe, die ich wirklich von Anfang bis Ende sehr gemocht habe und mich sehr freue, dass es sozusagen eine zweite Staffel gibt. Es ist die Zimt-Reihe Auf den ersten Sprung verliebt hier als 2.1er Band von Dagmar Bach aus dem KJB Verlag mit diesem wunderschönen Buchschnitt in der ersten Auflage. Ich freue mich sehr auf diese Geschichte. Bin etwas zwiegespalten. Naja, gut, im Herbst soll der zweite erscheinen und im Frühjahr 23 der dritte. Eventuell fange ich zum Herbst an, das zu lesen. Dann hat man so ein bisschen Frühlingsgefühle im Herbst. Das ist gar nicht so verkehrt. Und ja, das wäre so vielleicht der Fahrplan. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und erwarte nur das Beste. Hier geht es darum, dass unsere Protagonistin Vicky eine besondere Fähigkeit hat. Sie kann nämlich in Parallelwelten springen, muss dabei aber unauffällig sein, weil sonst bringt sie die Leben der anderen Vickys quasi auch total durcheinander. Und das versucht sie natürlich tunlichst zu vermeiden mit der einen oder anderen größeren Panne. Oh mein Gott, ich freue mich so, dass ich dieses Büchlein hier in der Hand halten darf, weil ich den Autor einfach so gerne mag und als Menschen so wertschätze, dass ich mich freue, immer wieder was Neues von ihm lesen zu können. Es ist Andreas Dutas Midnight Thief, das Versprechen der Heilerin aus dem Piper Verlag. Ich freue mich so. Ich finde es wunderschön. Ich weiß, dass Andi das selbst gecovert hat, quasi. Also er hat das Cover selber erstellt. Es sieht super aus. Es klingt mega. Ich lese es euch mal vor. An ihrem 19. Geburtstag beschließt Jane, sich endlich über die drei heiligen Regeln ihrer Mutter hinwegzusetzen. Zwar hat sie als einzige in ihrer Familie keine magischen Kräfte, aber Jane will sich nicht länger einsperren lassen. Anstatt gehorsam ihre Medizin zu trinken und immer schön zu Hause zu bleiben, bricht sie aus und gerät prompt in die Fänge einer verfeindeten Familie. Ausgerechnet dort trifft sie auf den geheimnisvollen und gut ansehenden Archie. Gemeinsam fliehen sie, doch das gefährliche Spiel um ihr Schicksal in den düsteren Gassen und Katakomben von Paris hat erst begonnen. Klingt mega, muss sofort gelesen werden und ich freue mich einfach auf Andys neuesten Roman. Und ich gönne ihm das so von ganzem Herzen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Hier habe ich mich eigentlich auch sehr drauf gefreut, weil ich gedacht habe, ja, ist erschienen, kannst jetzt anfangen, gib ihm. Und dann kamt ihr und habt mir gesagt, ja, halt, stopp, nicht so schnell, da ist noch was. Und zwar rede ich von Crown and Bones, Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer Armentrout aus dem Heine Verlag. Es ist der dritte Band. Und ihr habt mir gesagt, das ist nach dem dritten Band abgeschlossen. Das, was dann kommt, ist ein Spin-off. Und ich habe gedacht, yep, Spin-off ist in Ordnung. Da geht es ja um andere Figuren. Und dann habt ihr gesagt, ja, stimmt. In dem vierten, den 3.5er Band quasi, geht es um andere Figuren oder um was anderes. Aber danach geht es wieder um unsere Figuren. Und ich habe ja, jetzt ist die Frage, lese ich das jetzt und ziehe es als Trilogie durch und ergebe mich meinem Schicksal, dass ich dann warten muss, weil im englischsprachigen Raum, glaube ich, jetzt erst der 3.5 erschienen ist und der Rest noch nicht. Oder was mache ich denn jetzt damit? Ich bin etwas hin und her gerissen zwischen wollen, nicht wollen und frustriert sein und nicht frustriert sein und liebäugeln und keine Ahnung. Und ich muss es mir noch gründlichst überlegen, aber eigentlich will ich wissen, warum das so gehypt ist und das ja, geht ja nicht, wenn ich es nicht lese. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Mal sehen, was ich machen werde. Wir werden es sehen, denke ich. Ach so, das hat übrigens auch diesen schönen limitierten Farbschnitt von Chest of Fandoms. Dann hier eingezogen, habe ich mir auch gekauft mit einem schönen Farbschnitt. Opfer, ist High-Rise Isles von Alana Wolf aus dem Piper Verlag. Das ist der Farbschnitt. Der ist sehr schön, oder? Ich mag den sehr, sehr gerne. Es geht um zwei junge Frauen in einer Welt der Gegensätze, auf der verzweifelten Suche nach Hoffnung, Wahrheit und dem eigenen Selbst. Das Jahr 2242. June kämpft sich mit ihrer kleinen Schwester durch eine verwüstete Welt, immer auf der Suche nach Medikamenten und Schutz. Luca hat alle Erinnerungen an ihr früheres Leben verloren. Sie wacht auf einer technologisch fortschrittlichen High-Rise Isle auf, einer Stadt, die auf Aus
Gewalttätigen Säulen, nee, gewaltigen Säulen über dem zerstörten Erdboden thront, oh Gott. Doch auch hier ist nicht alles so paradiesisch, wie es scheint, denn ein dunkles Geheimnis verbindet die beiden Welten. Klingt cool, ich bin sehr gespannt und freue mich drauf, herauszufinden, was genau die Verbindung ist, wie die Verbindung zwischen den beiden Figuren sein wird und was alles passiert. Freue mich drauf, das Ganze zu erleben und berichte im besten Falle, sobald ich es gelesen habe. So, dann, da war ich jetzt auch frustriert, muss ich ehrlich gestehen, habe ich mir gekauft Number 10, den zweiten Band von CJ Doherty. So, aus dem Oetinger Verlag. Jetzt habt ihr mir aber erzählt, dass der dritte gar nicht kommen wird, weil das irgendwie abgesetzt wurde. Jetzt bin ich etwas verzweifelt. Fange ich jetzt mit Number 10 an? Lasse ich es bleiben? Lasse ich die Night School einfach als Night School enden und gebe mich Number 10 nicht hin? Gibt es da irgendwie noch Hoffnung? Können wir irgendwas tun? Es gibt doch diesen einen Verlag, der auch Iskari rausgebracht hat. Wäre das nicht eine Idee, dass die da vielleicht mal gucken, ob das nicht auch was für die wäre? Und ja, so gehen die Gedanken mit mir durch. Renegades, das hat ja auch irgendwie geklappt. Und hier Illuminae auch, und manchmal gibt es ja Hoffnung, und irgendwie, ja, weiß ich nicht, bin ich traurig, weil ich das gern gelesen hätte, gern geliebt hätte, weiß, dass es viele auch mochten und nicht nachvollziehen kann, dass es nicht fortgesetzt wird. Sad. Dann habe ich hier den zweiten Teil einer Dilogie, der damit abgeschlossen ist. Auf jeden Fall habt ihr mir das gesagt. Es ist Stranded, das Versprechen des Meeres von Kate Dillon aus dem Fischer Jugendbuch Verlag. Ist ja, wie gesagt, der zweite. Und ich habe den ersten noch nicht gelesen. Es geht irgendwie ums Meer, um Meerwesen meines Erachtens. Mehr weiß ich aber auch nicht und lass mich einfach mal überraschen. Genauso habe ich Lust, mich von diesen Büchern hier überraschen zu lassen. Freue mich drauf. Es ist die Trilogie rund um 19, das erste, zweite und dritte Buch der magischen Angst von Rose Snow aus dem Ravensburger Verlag. Habe ich alle als Mängelexemplar gekauft und freue mich drauf. Von Rose Snow habe ich mittlerweile schon echt viel auf dem Sub und müsste jetzt mal langsam wieder anfangen, ein bisschen was wegzulesen, um einfach abzubauen. Also, ja, jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, ne? Und die lassen sich ja meistens immer sehr, sehr, sehr schnell weglesen. Und ihr habt mir zum Glück auch geschrieben, wie ich das zu machen habe mit den Rose Snow Büchern, dass ich nur sieben irgendwie vor irgendwas lesen muss. Da muss ich mir den Kommentar nochmal durchgucken. Danke. Dann in Händen halten kann ich den dritten Teil. Und da war ich jetzt etwas echauffiert, muss ich ehrlich gestehen, weil ich dachte, hoho, der dritte Teil, dann bist du durch, dann hast du die Trilogie beendet. Jetzt habe ich gesehen, dass da noch ein vierter kommen wird und war etwas frustriert und habe gedacht, das ist ja wie immer. Das kann doch nicht wahr sein. Da war noch ein Sticker dran, den musste ich gerade abmachen, der hat mich gestört. Ja, ich rede von Liebe mich für immer von Katinka Engel aus dem Piper Verlag. War für mich als Trilogie abgeschlossen. Jetzt habe ich, wie gesagt, gesehen, dass da noch ein Vierter kommen wird. Habe gedacht, mich ein bisschen geärgert, aber ist okay, weil die Reihe ist gut und das schadet dann ja nicht, wenn man noch einen Vierten hat. Und vielleicht, das sind ja einzelne Couples, es ist ja generell sowieso immer abgeschlossen und wahrscheinlich gab es irgendeine Figur, wo die Autorin sich gedacht hat, diese Figur ist mir so im Gedächtnis geblieben, ich muss der noch ein eigenes Buch widmen. Und wenn das so ist, dann hat man die ja selbst auch im Herzen, weil das eine tolle Figur ist und dann freut man sich natürlich auch für die einzelnen Charakter, dass die noch eine Geschichte kriegen. Und ich bin sehr neugierig darauf, wie mir der dritte gefallen wird. Dann von Lilly Lucas habe ich hier und von der habe ich auch noch nichts gelesen und müsste es eigentlich tun. Dachte, nachdem ich die Katinka Engel Trilogie beendet habe, mache ich das mal und dass ich dann erst Lilly Lucas lese, weil ich jetzt hier von ihr A Place to Love habe aus dem Knauer Verlag. Jetzt habe ich da ja noch einen mehr bei Katinka Engel und muss vielleicht doch noch ein bisschen warten. Mal schauen, wie ich das regle. Ja, ich freue mich sehr auf das Neue von ihr, will aber erst New Beginnings lesen, also diese Reihe von ihr, bevor ich hiermit anfange. Weiß gar nicht, ob sie dazwischen noch was anderes geschrieben hat, weil ich echt schlecht im Bilde bin. Muss es ausprobieren und bin neugierig. Ich kann euch ja mal vorlesen. Seit dem überraschenden Tod ihres Vaters vor 3 Jahren leidet Juniper June McCarthy mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Sherry Hill die Obstfarm der Familie. Die 25-Jährige liebt die Farm im ländlichen Colorado und sie fühlt sich verantwortlich für das Familienunternehmen, das
das ihrem Vater so viel bedeutet hat und in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Deshalb hat sie damals auch ihre große Liebe Henry unter einem Vorwand den Laufpass gegeben, um seine Zukunftspläne in Wales nicht im Wege zu stehen. Als er jedoch eines Tages auf Sherry Hill auftaucht, stürzt er June in ein absolutes Gefühlschaos. Ich glaube, es gab tatsächlich nichts anderes, weil hier steht, nach der erfolgreichen Green Valley-Reihe entführt uns Bestseller-Autorin Lily Lucas mit dem Auftakt ihrer neuen Reihe auf die wunderschöne Obstfarm Sherry Hill. Also heißt, die Green Valley-Reihe ist das einzige. Nicht so wie bei Katinka Engel, wo schon die dritte Reihe erschienen ist und ich immer noch nicht mit der ersten fertig bin. Glück gehabt. Wir haben jetzt hier den zweiten Teil, meines Erachtens einer Dilogie, ja, steht hinten sogar drauf, zum Glück, von einer Autorin, die ich sehr, sehr gerne mag, nämlich Stefanie Hasse und Das verratene Herz, die vier Göttergaben aus dem Knauer Verlag. Muss ich wirklich bald lesen, freue ich mich sehr drauf, hoffe, dass mir das gut gefallen wird und berichte euch, wenn ich den ersten gelesen habe, weil der kommt natürlich, bevor ich diesen hier lesen kann. Und dann sehen wir mal weiter, was das Ganze so gebracht hat und wie es mir geht und dann ja, berichte ich euch. Wie gesagt, das klang ja cool, dass jetzt dieses mit der Tafel, wo es vier Götter gab, die ihren Völkern, also jedem von den vier Völkern ein Geschenk gemacht haben, aber diese Tafel ist irgendwie cooler als die anderen Geschenke und um alles zu verhindern, hat dann jemand einen Wunsch draufgeschrieben und seitdem sind Männlein und Weiblein voneinander getrennt, aber die Prinzessin, die wir begleiten, die verliebt sich dann und versteht nicht, was so schlimm daran sein kann und irgendwie, ja, ist das so die Story und das klingt super gut und Steffi hat bestimmt was Schönes gezaubert und jetzt werde ich ganz schnell und pack das Buch weg. Weil ich als nächstes hier, ich habe super viele Pieper-Bücher, wie kommt das? Ich weiß gar nicht warum, was ist hier los? Naja, als nächstes habe ich hier Kingdoms of the Wicked, der Fürst des Zorns von Carrie Maniscalco. Das ist eine New York Times Bestseller-Autorin, das ist ein Buch, was im amerikanischen Raum super gehypt wurde, auf das ich mich sehr, sehr freue und wo der zweite Band jetzt auch bald rauskommt. Es geht um die junge Hexe Mia, die ihre Zwillingsschwester Victoria ermordet vorfindet. Für sie bricht einfach eine Welt zusammen. Sie ist zutiefst schockiert und will einfach nur Rache üben, koste es, was es wolle. Selbst wenn sie dafür verbotene Magie anwenden muss, die sie in Gefahr bringt und von Hexenjägern enttarnt wird. Auf ihrer Suche nach dem Mörder trifft Emilia auf Raid, einen der sieben dämonischen Höllenfürsten, vor denen sie von klein auf gewarnt wurde. Raid behauptet, auf Emilias Seite zu sein. Doch kann man einem leibhaftigen Höllenfürsten trauen, selbst wenn er noch so gut aussieht? Und das klingt ein bisschen nach Dark Elements, wenn natürlich auch anders, aber hat so den Charakter davon mit dem Höllenfürsten. Und vielleicht sieht Raid Roth in nichts nach. Wir werden es sehen. Ich freue mich drauf und bin mega hyped. Ebenso gehypt bin ich auf diese beiden Titel. Zum einen habe ich hier Sisters of the Thwart, wie zwei Schneiden einer Klingel von Tracia Levinzella aus dem CBT Verlag. Buchschnitt, wie könnte es anders sein? Und es geht um die 18-jährige Siva, die den Auftrag erhält, der mächtigsten Kriegsherrin des Landes ein Schwert zu schmieden. Sie hofft damit, für sich und ihre jüngere Schwester die Zukunft zu sichern. Die beiden Waisen leben vom Verkauf der magischen Waffen, die Siva dank ihrer besonderen Begabung herstellen kann. Doch als Siva dessen wahre Macht erkennt, also von dem Schwert, was sie machen soll, wird ihr klar, dass sie nie aushändigen darf, das Ding. Bei Nacht und Nebel fliehen die beiden Schwestern mit der Waffe und Gepäck um, begleitet von einem draufgängerischen Söldner und einem jungen Studenten der Magie. Auf dieser wilden Flucht fliegen alsbald die Funken zwischen den ungleichen Schicksalsgefährten. Ich bin sehr gespannt. Ich hetze jetzt so, weil meine Aufnahme gleich abgelaufen ist und ich gerne alles in einem Take im Kasten haben möchte, weil sonst die Farbunterschiede immer so doof sind. Wir haben dann hier noch von Mona Carsten Lonely Heart. Daran ist wahrscheinlich niemand vorbeigekommen in dieser Limited Edition aus dem Lux Verlag. Hat wohl einen mega Cliffhanger, deswegen lese ich es noch nicht und ja, lege es jetzt einfach mal zur Seite, bevor es mich wieder so antriggert, dass ich es unbedingt lesen möchte. Die letzten vier Bücher in meinem Gepäck sind zum einen Kiss of Thunder, eine Berührung von ihr entfacht den Sturm in ihm, ist eine New Adult Geschichte aus dem Pieper Verlag, habe ich euch in den Neuerscheinungen meines Erachtens vorgestellt, schaut doch da einfach gerne mal vom Mai vorbei. Dann noch geschossen, als Komplettierung bestimmter Reihen, habe ich mir Land of Stories, Band Nummer 4, ein Königreich in Gefahr von Chris Colfer, aus dem Sauerländer Verlag. Ja, der hat mir noch gefehlt. Jetzt habe ich die Reihe endlich komplett und kann sie lesen. Freue mich sehr drauf. Ist ja so eine magische Welt mit Märchen etc. pp. Ich bin sehr gespannt. Hat vielleicht auch so den gewissen Narnia-Touch. Fühlt sich auf jeden Fall für mich so an.
Den zweiten Band von Shadow Tales habe ich mir dann auch noch besorgt. Die dunkelste Seite der Sonne von Isabel May aus dem One Verlag. Gab es günstig als Mängelexemplar und ich dachte, mitgenommen und gegönnt. Habe ich getan. Bin neugierig auf die Reihe und meine, dass es damit auch genau das Finale der High Fantasy Dilogie muss ich dann einfach mal anfangen, ne? Wenn es mit dem Anfang nicht immer so kritisch wäre. Denn auch hier würde ich gerne anfangen. Es ist von Jennifer E. Stepp, Protect the Prince, die Splitterkrone Band Nr. 2 aus dem Ivy Verlag. Den ersten wollte ich eigentlich letztes Jahr schon gelesen haben, habe es dann aber irgendwie trotzdem nicht gereiht gekriegt. Und ja, freue mich eigentlich total drauf, weil es mega gute High Fantasy ist. Auf jeden Fall klingt es so. Aber ja, ihr wisst ja, wie das mit dem Lesen und mir manchmal ist. Es läuft nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Ich gebe mein Bestes, dass ich diese Trilogie, meine ich, noch anfange dieses Jahr und im besten Falle auch beende. Es wäre ziemlich cool. Ja, und das war's von mir und dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Glück beim Gewinnspiel. Tut mir leid, dass ich am Ende jetzt ein bisschen gehetzt bin, aber ich, wie gesagt, der Farbunterschied ist immer super doof und das kriege ich dann nicht ausgeglichen und das frustriert mich dann. Und deswegen machen wir es jetzt einfach so. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, meine Lieben.